Willkommen zurück. Du weißt bereits, dass bei Wendestellen die zweite Ableitung immer verschwindet. Formal können wir sagen, ist x0 eine Wendestelle, dann gilt f2' von x0 ist gleich 0. Ziel dieses Videos ist es, die Wendepunkte und Wendetangenten einer gegebenen Funktion zu berechnen. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes haben wir eine Polynomfunktion vom Grad 4 gegeben. Unsere erste Aufgabe ist es, die ersten drei Ableitungen dieser Polynomfunktion zu ermitteln. Ich habe dir hier unten als Hilfestellung die Ableitungsregel für Potenzen hingeschrieben. Mit Hilfe von dieser wirst du in der Lage sein, die ersten drei Ableitungen zu finden. Versuch das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. Ich habe die Lösungen für die ersten drei Ableitungen hier bereits vorbereitet und du kannst sie gerne mit deinen Lösungen vergleichen. Sollte dir irgendwo ein Fehler passiert sein, dann pausiere bitte erneut das Video und kontrolliere dich nochmal selbst. Ich bin mir ganz sicher, dass du die richtigen Lösungen finden wirst und wenn du die Potenz, also die Ableitungsregel für Potenzen, richtig anwendest, dann solltest du hier auch auf die richtigen Ergebnisse kommen. Natürlich ist es okay, wenn du nicht alles als Bruch angeschrieben hast, sondern als Zahl mit Komma ist genauso in Ordnung. Im zweiten Punkt des Fensters sollen wir nun die Wendepunkte der Funktion f berechnen und sie anschließend in das Koordinatensystem unten im Fenster einzeichnen. Als kleine Zusatzaufgabe überlege dir hier, wenn du die Wendepunkte gefunden hast, dann überlege dir, wie bei diesen Wendepunkten sich die Krümmung unserer Funktion ändert. Also ändert sich die Krümmung von negativ auf eine positive Krümmung oder von einer positiven auf eine negative Krümmung. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wenn wir Wendepunkte finden wollen, dann müssen wir die Gleichung aufstellen, f2' von x ist gleich 0. Also wie wir schon gehört haben, bei Wendepunkten verschwindet die zweite Ableitung, also die zweite Ableitung wird 0. Nochmal kurz als Überlegung, warum das so passiert. Also wir haben schon gelernt, bei Wendepunkten ist die Steigung immer extrem. Das heißt, dort wo wir einen Wendepunkt haben, haben wir dann in der ersten Ableitung eine Extremstelle, weil ja die Steigung im Wendepunkt extrem ist. Und bei der Extremstelle selbst, also in der ersten Ableitung dann, ist aber die Steigung 0. Das heißt, die Extremstelle wird dann in der zweiten Ableitung zur Nullstelle. Und deshalb wird der Wendepunkt, also verschwindet in der zweiten Ableitung, wird in der zweiten Ableitung zu einer Nullstelle. Wenn wir nun die Gleichung hier aufstellen, also wir setzen die zweite Ableitung gleich 0 und formen dann auf x um, dann erhalten wir insgesamt die x-Werte plus 3 und minus 3 als Lösung der Gleichung. Das heißt, die beiden Stellen plus 3 und minus 3 sind unsere Kandidaten für Wendestellen. Und hier ist wieder wichtig, das sind nur Kandidaten für Wendestellen, weil es auch andere Stellen gibt, bei denen die zweite Ableitung 0 sein kann. Das heißt, nur weil hier für diese Stellen die zweite Ableitung 0 ist, können wir uns noch nicht sicher sein, dass wir auch wirklich Wendestellen gefunden haben. Um das zu überprüfen, setzen wir die gefundenen x-Werte in die dritte Ableitung der Funktion ein. Beginnen wir zunächst mit dem x-Wert minus 3, also f3' von minus 3 ist gleich 1/9. Und hier sehen wir, also dass das Ergebnis, also 1/9, größer als 0 ist. Aufgrund von diesem Ergebnis können wir darauf schließen, dass unsere Funktion f, also unsere Ursprungsfunktion, bei minus 3 das Krümmungsverhalten von einer negativen Krümmung auf eine positive Krümmung wechselt. Nochmal kurz, also um das Ganze nochmal zu überlegen, nehmen wir uns hier noch einen Moment Zeit. Also was wir wissen ist, bei minus 3 ist die zweite Ableitung 0, also genau, ist die zweite Ableitung 0, weil so haben wir ja die Stelle minus 3 überhaupt gefunden. Und weiters wissen wir, dass die dritte Ableitung bei minus 3 größer als 0 ist. Was sagen uns jetzt diese Dinge? Dass die zweite Ableitung bei minus 3 0 ist, verrät uns, dass die erste Ableitung, also f' hier bei minus 3 eine kritische Stelle hat. Also eine Stelle, wo die Steigung gleich 0 ist. Und
Dass die dritte Ableitung von minus 3 größer 0 ist, verrät uns, dass die erste Ableitung in der Umgebung von minus 3 positiv gekrümmt ist. Und diese beiden Sachen zusammen jetzt, also f' hat bei minus 3 eine kritische Stelle und f' ist in der Umgebung von minus 3 positiv gekrümmt, lässt uns darauf schließen, dass f3 bei minus 3 ein lokales Minimum hat. Und hier sieht man nochmal, wie schön hier die ganzen Zusammenhänge sind. Diese hinreichende Bedingung für lokale Minima haben wir eigentlich für die Ursprungsfunktion f kennengelernt. Aber wir können diese Bedingung genauso für die erste Ableitung anwenden, also um darauf zu schließen, dass f' hier ein lokales Minimum hat. Gut, wie können wir jetzt weitermachen? Also wir wissen, f' hat für minus 3 ein lokales Minimum und also die erste Ableitung gibt uns ja für jeden Punkt die Steigung unserer Funktion f an. Das heißt, wir wissen nun, dass die Steigung von der Funktion f bei minus 3 auch ein lokales Minimum haben muss. Und nun, wenn wir uns das vorstellen, also die Steigung von der Funktion f hat bei minus 3 ein lokales Minimum, dann muss ja davor, also vor minus 3, die Steigung kleiner werden und nach minus 3 wieder größer. Weil nur so, also wenn die Steigung davor kleiner wird und danach größer, nur so können wir ein lokales Minimum haben. Und wenn wir uns nun die Krümmung vorstellen, also wir sehen, dass bei minus 3 muss sich die Krümmung von negativ auf positiv ändern, weil sie ja davor wird die Steigung kleiner, das heißt, wir sind negativ gekrümmt und danach wird die Steigung wieder größer, das heißt, da sind wir positiv gekrümmt. Mit diesen Überlegungen hier können wir also darauf schließen, wenn die dritte Ableitung positiv ist, also größer 0, haben wir einen Krümmungswechsel von negativ auf positiv. Und daraus wiederum können wir schließen, dass wir an der Stelle minus 3 tatsächlich einen Wendepunkt haben. Weil immer wenn sich die Krümmung ändert, können wir uns sicher sein, dass wir einen Wendepunkt gefunden haben. Genau die gleichen Schritte führen wir nun für unseren zweiten Kandidaten durch, also für plus 3, setzen den wieder in die dritte Ableitung ein und sehen, hier kommt als Ergebnis eine negative Zahl raus, also kleiner 0. Das heißt, wir können darauf schließen, unsere Funktion f hat einen Krümmungswechsel von einer positiven Krümmung auf eine negative Krümmung. Und wir können wieder sehen, dass wir an der Stelle plus 3 ebenfalls einen Wendepunkt gefunden haben. Nun müssen wir eigentlich abschließend nur mehr die tatsächlichen Funktionswerte, also die y-Werte der Wendepunkte berechnen. Und dafür setzen wir unsere Wendestellen in die Funktion f ein. Und erhalten als Ergebnis f von minus 3 ist gleich 4, das ist unseren ersten Wendepunkt, und f von 3 ist gleich 2 und somit unseren zweiten Wendepunkt. Und können die Wendepunkte nun in das Koordinatensystem unten einzeichnen. Im dritten Punkt des Fensters sollen wir nun die Gleichungen der Wendetangenten durch die beiden Wendepunkte berechnen. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video. Gut, fangen wir mit dem Wendepunkt W1 an. Dieser hat den x-Wert minus 3 und den y-Wert 4. Wenn wir nun die Steigung der Tangente durch diesen Wendepunkt berechnen wollen, dann müssen wir uns einfach die Steigung der Funktion an diesem Punkt berechnen, weil die Steigung der Tangente und die Steigung der Funktion stimmt überein. Das heißt, wir müssen f' von minus 3 und uns damit die Steigung der Funktion bei minus 3 berechnen und erhalten als Ergebnis minus 2 Drittel. Nun kennen wir die Steigung der Wendetangente, also minus 2 Drittel, und wir wissen einen Punkt, durch den sie durchgehen muss, nämlich durch den Wendepunkt W1. Nun können wir mit Hilfe der Punktsteigungsform der Gleichung sofort unsere Tangentengleichung hinschreiben. Also wir setzen für das k unsere Steigung ein und für x0 und y0 den Punkt, durch den die Tangente durchgehen soll und erhalten somit unsere Tangentengleichung. Diese können wir nun noch auf die Hauptform umformeln und wir sehen nun, unsere Tangente muss natürlich durch den Wendepunkt W1 gehen und sie muss auch durch den Punkt 0 und 2 durchgehen und können somit unsere Tangente einzeichnen. Genau gleich können wir nun für den zweiten Wendepunkt vorgehen. Das heißt, wir berechnen uns wieder die Steigung unserer Funktion an der Stelle 3 und erhalten als Ergebnis
0. Und wenn wir nun die Tangentengleichung aufstellen, also die Tangente hat die Steigung 0, ist also eine horizontale Gerade und soll durch den Punkt 3, 2 durchgehen. Das heißt, die Gleichung der Tangente ist somit einfach 2. Und sie verläuft hier horizontal und geht durch den Punkt W2 durch. Hier können wir jetzt schon eine interessante Feststellung machen. Und zwar, der Punkt W2 ist natürlich, wie wir schon wissen, ein Wendepunkt. Aber es ist auch zusätzlich, also es ist ein Wendepunkt mit einer horizontalen Tangente. Also ein Wendepunkt, bei dem die Steigung gleich 0 ist. Das heißt, es ist außerdem zusätzlich dazu, dass es ein Wendepunkt ist, ist es auch noch ein kritischer Punkt. Und zwar ein kritischer Punkt, der weder ein Hochpunkt noch ein Tiefpunkt sein kann. Also ist es ein Sattelpunkt. Also dieser Wendepunkt hier ist auch gleichzeitig ein Sattelpunkt. Nun, im vierten Punkt des Fensters sollen wir nun unsere Funktion wirklich fertig in das Koordinatensystem einzeichnen. Und hierfür haben wir zwei Nullstellen gegeben. Diese sind mit zwei x auf der x-Achse markiert. Und dann haben wir noch weiters gegeben, den Punkt A. Und bei diesem Punkt haben wir eine horizontale Tangente. Das heißt, wir wissen, dass wir beim Punkt A eine kritische Stelle haben. Allerdings wissen wir so jetzt noch nicht, soll das ein Hochpunkt sein, ein Tiefpunkt oder vielleicht ein Sattelpunkt. Aber das können wir herausfinden, wenn wir das Krümmungsverhalten unserer Funktion f berücksichtigen. Also wir wissen, vor dem Wendepunkt W1 ist sie negativ gekrümmt und danach positiv. Und vor dem Wendepunkt W2 positiv und dann ändert sie das Krümmungsverhalten auf negativ. Versuchen wir nun mit diesen Hinweisen, mit diesen Informationen die Funktion selbstständig zu skizzieren und im Anschluss werden wir gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also wir wissen, unsere Funktion muss durch die beiden Nullstellen, durch den Punkt A und durch die beiden Wendepunkte durchgehen. Und zusätzlich kennen wir noch das Krümmungsverhalten der Funktion und zwar wissen wir, dass die Funktion links von W1, also links von unserem ersten Wendepunkt, negativ gekrümmt ist. Und jetzt wissen wir, dass wir bei A eine kritische Stelle haben, also die Steigung 0. Und in dieser Umgebung ist die Funktion negativ gekrümmt. Das heißt, wenn wir diese beiden Informationen kombinieren, also kritische Stelle plus negative Krümmung, können wir darauf schließen, dass wir bei A einen Hochpunkt haben müssen. Und können wir uns schon recht gut vorstellen, wie unsere Funktion verlaufen soll. Und wenn wir sie einzeichnen, dann sieht sie in etwa so aus. Also bei A haben wir einen Hochpunkt. Vor W1 ist die Funktion negativ gekrümmt. Nach W1 ist sie positiv gekrümmt. Und bei W2 wechselt die Funktion wieder Krümmungsverhalten, also von positiv auf wieder negativ. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.